Salam alaikum und willkommen zurück im Abadid-Sultanat. Und wir können eine Gesetzesänderung durchführen und die Kronautorität erhöhen. Kostet uns 100 Pietät. Und wir müssten gleich, hier wird es noch nicht angezeigt, aber eine Domäne dazu bekommen, sodass wir hier nichts abgeben brauchen. Das ist doch eine feine Sache. So, hier können zurück und aufgelöst werden. Oh, ich kann das Königreich Portugal gründen. Warum hat er mir das da vorne nicht angezeigt? So kommt man hierher. Euch lösen hier auf. Und nominell. Was heißt nominell? Ehrentitel haben keine de jure Vasallen unter sich. Im Laufe der Zeit können allerdings Vasallenherzogtümer und Königreiche ihre rechtmäßigen Vasallen werden, die den Ehrentitel in einen richtigen umwandeln. Naja, warum nicht? Kostet uns 599 Gold und 200 Pietät. Ja, und wir kriegen 400 Prestige. Damit sind wir auch Sultan von Portugal. Und leider kann ich dir nicht den Krieg erklären. Es ist 10 Jahre Waffenruhe. Gut, da können wir erstmal nichts machen. Wir müssten uns auch ein bisschen Geld sparen. So, wir können jemanden erpressen. Den Scheich Raschik von Malaga. Nö, der ist uns eigentlich gut gesonnen. Da machen wir nix. Können wir auf die Religionskarte gucken. Und hier in Lissabon unseren Hofimam vorbeischicken. Was mir allerdings hier noch, dieses Bistum hier. Warum kann ich ihm das nicht wegnehmen? Überall anders sind ja Moscheen. Oder das liegt wahrscheinlich am Glauben, ne? Weil katholisch. Den Krieg erklären kann ich ihm auch nicht, oder? Geht das vielleicht? Religiöse Konversation fordern. Geht nix. Wie sieht's dann hier aus? Nein, das ist ja sunnitisch-muslimisch, katholisch-christlich. Hier ist auch katholisch-christlich. Da müsstet ihr hier auch eine Kirche haben. Ne, die haben schon eine Moschee. Das ist ein bisschen komisch. Ich könnte noch das Herzogtum Beja gründen, aber dann müsste ich das da unten abgeben. Wollen wir das machen? Du bist uns ja wohlgesonnen und wir können dir wahrscheinlich auch den Emirat von Granada geben. Ja. Was kostet uns das Herzogtum Beja denn? 169 Gold, das haben wir. Und kriegen wir nochmal 200 Prestige.
So, das haben wir jetzt. Und du bekommst jetzt den Landtitel Leopard von Granada. Senden. Malaga gehört uns ja auch nicht. Genau. So sieht das doch gut aus. Scheich Raff von Martin von Kastilischer Revolte den Krieg erklärt. Unser Vasall. Ja, ihr macht das schon. Ihr macht das schon unter euch aus. Hier. Geht langsam richtig ins Geld. Geschenk schicken. Zur Verschwörung einladen. Geschenk schicken. Zur Verschwörung einladen. So. Die stirbt eher an Altersschwäche, bevor wir die umlegen. Moschee geerbt. Okay. Müssen wir gleich wieder abstoßen. Wir gucken mal, ob wir einen Kirchenmann haben. Wir haben doch Freunde. Ja, der ist nun nicht kirchlich. Abdul Razak. Anspruch auf die Moschee von Carmona. Ist das nicht sogar die, wir hier haben? Ja, passt doch. Landtitel gewähren. Moschee von Carmona. Super. Dann müsste der uns sogar ja noch besser leiden können mit gewährte eine Baronie. Ich dachte, irgendwas brachte Ansprüche voran. So, unsere zweite Tochter. Die Bucklige. Auch die lehrt den Glauben. Ja, wir kommen gut voran. Muss ich schon sagen. So, schon lange Zeit war der Größte in euren Gedanken nicht mehr präsent. Ihr fragt euch, ob an den heiligen Schriften wirklich etwas Wahres dran ist oder ob es sich dabei nur um alte Schinken handelt, die von cleveren Lügnern geschrieben wurden. Nein, wir entsagen diesen gotteslästerlichen Gedanken. Böser Eiferer. So. Was für Möglichkeiten haben wir noch hier? Er hat diesen starken Pakt. Kastilien. Kein Pakt mehr. Nee, er hat keinen Pakt, Kastilien. Achso, aber Sancho hat ja den Pakt. Mit Leon. Ja, weil Leon liegt ja gerade am Boden. Das wäre jetzt die Chance. Wo haben wir die Jura-Ansprüche? Cena und Molina. Ne, aber hier Cena. Gehört zum Herzogtum Toledo. Und
was Scheich Raff hat. Sehr schön. Der König von Leon stellt keine Gefahr dar. Der ist am Ende. Wir gehen Risiko. Und machen die Jure-Anspruch auf Kulzena. Wählen erstmal unsere regulären Truppen aus. Die sammeln sich in Badajoz. So, zweimal Hakam, einmal Fahrt. Ihr marschiert dahin. Nadia, unsere Tante, ist depressiv, übel, Schmerzen im Unterleib. Ach, was soll's. So, unser Sohn, Prinz Muhammad. Anspruch auf den Tempel von Lul. Da unten. Und wer ist er? Rabbiner. Wot. Emir Muhammad von der Algarve. Okay, ja, da machen wir jetzt aber erstmal nichts. So, Prinz Muhammad, was sollst du lernen? Anscheinend bist du auch ein guter. Demütig, wenn er schon gebildet ist. Werde demütig. Gut, unsere Truppen sind auf dem Weg nach Kulzena. Und dann werden wir gleich die Vasallentruppen ausheben. Brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht, aber ups, sicher ist sicher. Irgendwelche Intrigen noch. Die will sich daran anschließen, das kann wohl nicht wahr sein. Unser Sohn, unser Halbbruder plant da was. Leider kann ich ihn nicht bezirzen, aber wir haben hier Abu, unseren Onkel. Der soll das mal stoppen. So, die Suppenküche wurde gebaut, allerdings haben wir kein Geld. Und ihr geht nach Burgos und belagert Burgos. Ja, da kommen auch 2.500 Mann. Die jucken uns nicht groß, glaube ich. Die werden wir aber, glaube ich, noch auf dem Weg dahin zerschmettern. Eine eurer Frauen, Aisha, wurde dabei erwischt, wie sie versucht hat, euren Sohn und Erbenbuhr mit einer Tasse vergifteten Tees zu servieren. Nur die scharfen Sinne eures Sohnes entlarvten das Gift im Getränk, bevor er aus der Tasse trank. Es scheint, als wäre es ihr Ziel gewesen, ihren eigenen Sohn zum Erben zu machen. Ausgerechnet unsere erste Frau. Das ist verdammt schlecht. Nun gut, tut es einfach nicht noch einmal. Da ist noch ein Kind geboren.
Meine Gattin Aisha hat sich beschwert, dass ich oft nicht zu Hause bin. Als ich herausfand, dass ich etwas Gold übrig hatte, beschloss ich, etwas Schönes zu kaufen. Ja, kriegt sie hier eine Gemme mit meinem Antlitz. So, 7000 Mann. Das sind unsere ganzen Generäle. Wo sind die alle? Befehlshaber, Befehlshaber. Hofdichter, Befehlshaber. Befehlshaber. Hier, Abo-Prinz von Andalusien. Der wird dieses Herr befehlen. Das heißt, du gehst dahin und räumst da ein bisschen auf. Ziehen sich schon zurück. Eine Tochter. Der 25 Gold bringt. Oh, die marschieren auch in Richtung Burgos wahrscheinlich. Das heißt, die werden gleich nochmal in den Kampf kommen. Oh. Hier nehmen die schon Schaden. Warum haben die da so viel Schaden genommen? Nachschub 4000. Das ist natürlich übel. Aber sind ja nur die Vasallentruppen. Die sind ja nicht unsere. Noch ein Exiljude. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Damit wir noch was schaffen. Meine Gattin Aisha ist schwanger. So, wollen wir uns wieder zu Gebet und Meditation zurückziehen. Das ging aber schnell. 10% Chance, das habe ich das letzte Mal nicht gelesen. Aber 100 Pietät gibt's. So, einen neuen Regenten. Deswegen kommt da immer die Frau. Wen nehmen wir denn da? Wir haben einige. Hinterlistig kommt schon mal nicht in Frage. Das ist der Hofspitzel, der Marschall. Wer kann uns dann am besten leiden? Wo ist denn unser Freund? Da, der Walli. Der macht das. Ist auch überdurchschnittlich intelligent. Der macht das. So. Musa an Erschöpfung und Hustenanfällen leidet er. Er hat die Lungenentzündung. Zu dem Hofarzt kommen. So, ich habe Walli Abdul Razak von Carmona und Mubashir einander vorgestellt und hoffe, sie würden sich gut verstehen. Aber Walli Abdul Razak von Carmona hat kein Interesse dran. Tja, ist halt so.
Während ihr mit Shakira durch euren Schlossgarten schlendert, seht ihr das kurze Aufblitzen von reflektiertem Sonnenlicht auf Metall, als plötzlich ein Dolch vorbeifliegt und die Kehle eures Freundes durchbohrt. Eure Leibwächter bringen euch sofort in Sicherheit, aber es gelingt euch zuvor, einen flüchtigen Blick auf den vermummten Assassinen zu erhaschen, der flink über die Palastmauer huscht. Shakira, unsere Schwägerin, stirbt. Ist jetzt nicht so der Verlust. Aber wir schauen mal. Unsere Tante. Können wir die einkerkern? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Mal stoppen. Was haben wir noch für Intrigen laufen? Nichts, was wir abbrechen können. Doch hier. Abu. Stoppt das. Strebt immer an, bescheiden zu sein, niemals eure Wurzeln zu vergessen. Es gibt so viele Lehrstunden aus der Vergangenheit, die noch heute beherzigt werden müssen. Ja, Dekadenz haben wir eh nicht. Ein Sohn wurde geboren, Rashik. Und unsere Frau ist dabei gestorben. Hatten wir schon Rashik? Rashid haben wir. Okay, wir brauchen eine neue Frau. Wir haben bestimmt am Hof einige. Die suchen wir eben noch. Frau. Verheiratet? Nein. Alter. Ja, die sind ein bisschen jung. So. Sieht es denn mit den Werten aus? Hier ist nichts. Da. Unsere Tante. Na, das geht schlecht. Das heißt, geht schon, aber nein. Dümmlich. Nein. Dann versuchen wir es mal anders. Alter. Haben wir hier was bei 17? Da, eine Berberin. Nee, die hat so einen markanten Kiefer. Das wollen wir nicht. Da. Auch eine Berberin. Und eine Zikrische. Nee, dann warten wir erstmal. Dann warten wir erstmal. Und wir sind damit am Ende für diese Woche. Damit verabschieden wir uns aus dem Abbadid-Sultanat von Sultan Vanako. Mit seinen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kindern und momentan nur 3 Frauen. Nächste Woche geht es dann weiter mit der McPhister-Dynastie in Britannien. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und würde sagen, bis demnächst. Macht's gut und ciao, ciao.